Systemkameras baut Panasonic schon seit über 10 Jahren. Allerdings waren das bisher alles Kameras mit dem sogenannten Micro Four Thirds System. Das ist ein relativ kleiner Sensor, damit kann man auch relativ kleine Kameras und vor allem kleine Objektive bauen. Und die sind aber bei der Bildqualität nicht immer genauso gut wie Kameras mit größeren Sensoren. Und das hat man auch bei Panasonic erkannt. Und deswegen gibt es jetzt eine komplett neue Systemkameraserie, die Lumix S-Serie. Mit Vollformatsensor, das heißt, der Sensor ist genauso groß wie beim Kleinbildformat und in 2 Varianten. Neben der S1R gibt es die S1, das ist die etwas günstigere von den beiden. Und Computerbild hat sie auch schon getestet. Die Panasonic Lumix S1 ist eine typische kleinere Vollformatkamera. Kleiner in dem Sinne, dass sie das günstigere Modell ist und auch die geringere Auflösung hat. Wie die meisten Konkurrenten arbeitet der Sensor in der Lumix S1 mit 24 Megapixel. Das heißt, man hat nicht ganz so viele Details bei den Bildern wie bei Kameras mit höherer Auflösung, die dann 42, 45 oder auch 47 Megapixel haben. Dafür hat man einen leichten Vorteil, wenn es darum geht, mit hohen ISO-Einstellungen zu fotografieren, weil die einzelnen Pixel auf dem Sensor sind natürlich durch die geringere Auflösung größer und können so mehr Licht einsammeln. Bei der Panasonic Lumix S1 ist es aber so, dass die Bildqualität trotz der geringeren Auflösung sehr dicht an der größeren Schwester S1R ist, die fast die doppelte Auflösung bietet. Den Unterschied sieht man vor allen Dingen, wenn man halt in die Bilder mit reinzoomt, auf die 100% Ansicht zum Beispiel, oder wenn man sehr großflächig ausdrückt. Bei höheren ISO-Werten ist es so, dass dann die S1 immer besser quasi wird, je dunkler es wird. Die Bildqualität fällt nur ganz leicht ab. Das ist ein echter Vorteil. Man kann bei dieser Kamera halt auch locker mit ISO 6400 und auch noch mit höheren ISO-Werten fotografieren, wenn man zum Beispiel bei Schummerlicht mit kurzen Verschlusszeiten arbeiten will, um halt Bewegungen einzufrieren. Alles gar kein Problem. Selbst mit ISO 6400 sehen die Bilder richtig gut aus. Erst danach lässt die Schärfe so ein bisschen nach. Wenn es um Aufnahmen mit ISO 6400 geht, dann schlägt die S1R ganz locker, was die Schärfe angeht. Ebenfalls besser, obwohl sie die kleinere und auch günstigere Kamera ist, Video. Panasonic ist ja ein ausgemachter Videospezialist, da macht auch die S1 keine Ausnahme. Sie filmt natürlich in 4K, das können alle modernen Systemkameras, aber sie filmt auch in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Das heißt, ich kann auch dann mit 4K filmen, wenn ich mal etwas actionreichere Szenen aufnehmen will oder wenn ich zum Beispiel Schwenks machen will. Die sehen bei 30 Bildern pro Sekunde manchmal ein bisschen ruckelig aus oder man hat so eine etwas ruckelige Bewegung im Video. Das ist nicht immer das Beste. Bei anderen Kameras ist es dann oft sinnvoller, in Full HD zu filmen, wenn man halt groß schwenken will oder Action filmen will. Muss man bei der S1 nicht. Super Bildqualität, 60 Bilder pro Sekunde, genau das Richtige für Filmer. Apropos Filmer, die legen natürlich Wert auch darauf, dass sie ein externes Mikro anschließen können und ein Kopfhörer. Geht natürlich selbstverständlich, dafür gibt es hier die Anschlüsse am Gehäuse. Typisch Profimodell unter Abdeckung. Bisschen fummelig aufzumachen, aber besser so, als wenn Wasser reinkommt. Hier halt Kopfhörer und Mikrofon. Und hier noch eine kleine Besonderheit, das findet man nicht so oft. Der HDMI-Anschluss ist genauso groß wie am Fernseher. Das heißt, man kann sehr lange Kabel nehmen, man kriegt den Stecker besser rein. Und im Zweifelsfalle, wenn man ein langes Kabel nimmt, ist ein Kabel mit einem großen Stecker auch oft das Bessere. Und wenn es nicht das Bessere ist, dann ist es zumindest das, was nicht so fummelig reinzustecken. Daneben sitzt eine USB-C-Buchse. Darüber kann man natürlich die Daten überspielen von der Kamera, wenn man die Speicherkarten nicht rausnehmen will. Man kann die Kamera auch darüber aufladen. Und wer die Kamera aus dem Karton nimmt, der stellt fest, es gibt zwar eine Ladeschale für den Akku, aber diese Ladeschale wird über USB-C aufgeladen. Das heißt, man kann auch direkt in die Kamera rein, muss den Akku erst gar nicht rausnehmen. Die Ladeschale braucht man quasi nur, wenn man einen zweiten Akku benutzen will. Der Akku sitzt natürlich wie bei den meisten Kameras hier unten im Griff. Und wenn man den mal rausnimmt, dann fällt sofort auf, das ist ein ziemlich großes Modell. 23 Wattstunden, das ist relativ selten. Da haben nur sehr wenige Kameras noch mehr Akkupower. Und in der Praxis hält das auch ziemlich lange. Und man kann dann halt zum Beispiel über 2000 Fotos mit einer Akkuladung aufnehmen. Da ist Aufladen eigentlich nur noch ein Thema, wenn man viel filmt und dann halt
mehr als eine Stunde am Tag oder zwei Stunden am Tag filmen will, dann sollte man vielleicht einen zweiten Akku mitnehmen. Ansonsten kommt man mit dem Akku immer über den Tag. Großer Akku, große Kamera, mal so zum Vergleich die wichtigsten Konkurrenten. Das ist natürlich die Sony Alpha 7 III. Und da sieht man schon, die Panasonic ist eine ganze Ecke größer. Und nochmal zum Vergleich die Nikon Z6. Beide Kameras mit der gleichen Auflösung wie Panasonic, 24 Megapixel. Die Nikon deutlich kleiner, weil sie ein kleineres Zoom hat. Für das große Gehäuse spricht es aber doch einiges. Also zum einen kriegt man eine Kamera, die wirklich gut in der Hand liegt. Man kriegt alle Finger ran an den Griff. Man kann auch komplett mit den Fingern den Griff umgreifen, hat trotzdem hier einen guten Halt und einen guten, kommt hier leicht auf den Auslöser rauf. Das ist schon ein Vorteil, wenn man die Kamera ruhig halten will. Und man hat natürlich an so einer großen Kamera auch reichlich Platz für Bedienelemente. Dann hat man zum Beispiel halt Tasten für den Weißabgleich, für ISO, für die Belichtungskorrektur. Eine extra Taste, um das kleine Zusatzdisplay hier zu beleuchten, wo die wichtigsten Aufnahmeinformationen und wie viele Aufnahmen noch auf die Speicherkarte passen. Es gibt natürlich vorne und hinten ein Einstellrad. Und es gibt aber auch so Kleinigkeiten wie diesen Autofokus-Umschalter. Da kann man zum Beispiel nicht nur wählen, ob man halt jetzt einen Einzelautofokus haben will, wo die Kamera nur einmal scharf stellt, oder einen Dauerautofokus, wo die Kamera kontinuierlich die Schärfe nachführt, sondern man hat hier auch noch eine kleine Taste drin und kann dann über diese Taste relativ schnell zwischen den verschiedenen Autofokus-Messmethoden umschalten. Und was viele Profifotografen wirklich gerne benutzen, ist eine separate AF-On-Taste. Das heißt, der Autofokus wird nicht über den Auslöser aktiviert, sondern halt über diese Taste. Und wenn man die Taste dann halt loslässt, dann bleibt die Kamera auf der eingestellten Schärfe. Das ist zum Beispiel eine Methode, die Fotografen anwenden, die viel mit kontinuierlichem Autofokus fotografieren, aber halt trotzdem die Schärfe speichern wollen einfach. Dann gibt es natürlich noch weitere Knöpfe hier und auch so ein Kreuzwippen-Drehrad-Kombi, mit der man sich halt durchs Menü navigieren kann. Man kann das Menü, das man hier über die Mitteltaste aufruft, aber auch per Touch bedienen, komplett an alles ran. Je nachdem, welcher Modus an der Kamera eingestellt wird, sind natürlich manchmal die eine oder andere Option im Menü sichtbar, aber nicht wählbar. Hier zum Beispiel Spezialmikrofon, wir haben gerade kein Mikrofon angeschlossen, da kann man da natürlich auch da an der Einstellung nichts ändern. Ebenfalls eine kleine Besonderheit an der Kamera ist dieser Lockhebel. Damit kann man einen Teil der Tasten sperren und dann kann man zum Beispiel auch über das Menü festlegen, welche Tasten da und auch Drehräder gesperrt werden soll. Und das ist zum Beispiel für Fotografen interessant, die bestimmte Funktionen gerne schnell ändern möchten, aber dann manchmal eben auch verhindern wollen, dass diese Einstellungen sich aus Versehen verstellen, weil man zum Beispiel die Kamera an der Schulter baumeln lässt und dann die Kamera halt am Körper reibt. Und hier auch nochmal vorne ein weiterer Schalter, da kann man Funktionen drauflegen. Standardmäßig ist da zum Beispiel der Lautlosmodus drauf. So eine große Kamera bietet dann auch Platz für eine etwas aufwendigere Displaymechanik. Man hat natürlich, wie bei allen aktuellen Kameras, ein Klappdisplay. Das heißt, ich kann das Display nach unten ausklappen, um zum Beispiel über Kopf zu fotografieren. Ich kann es auch nach oben sozusagen ausklappen, dann ist das halt praktisch für Aufnahmen in Bodennähe. Und eine Besonderheit, die es sonst nur bei Fuji gibt, ich kann das Display auch so zur Seite ausklappen, das macht im Querformat wenig Sinn, aber ist sehr praktisch, wenn man Hochformat fotografiert, weil man dann halt die Kamera ein bisschen runternehmen kann. Das ist bei Porträts ganz interessant, weil man dann halt nicht so sehr von oben fotografieren muss. Wer lieber durch den Sucher guckt als aufs Display, der bekommt bei der Panasonic ein absolutes Highlight. Das ist der im Moment höchst auflösende Sucher, den es gibt. Schön groß mit einer Suchervergrößerung von 0,78. Da gibt es nur sehr wenige Kameras, die noch größeren Sucher bieten. Aber vor allen Dingen mit einer super Auflösung, 1600 x 1200 Pixel. Das sind dann im Marketingjargon 5,76 Millionen Pixel, weil die Hersteller immer die Subpixel für Rot, Grün und Blau zählen. Und das ist etwa die Hälfte mehr Pixel als bei der Konkurrenz, teilweise auch mehr als doppelt so viel, die halt je nach Modell mit 1280x960 oder mit 1024x768 Pixeln arbeitet. 1600x1200 hat halt zum Beispiel den Vorteil, dass man sehr kleine Strukturen auch schon im Sucher sieht. Also das merkt man zum Beispiel, wenn man mal ein Porträt macht von einem Menschen, der eine Wollmütze trägt oder einen Strickpulli. Da sieht man bereits im Sucher die Struktur von diesen Textilien und kann natürlich dann auch manches Detail einfach viel besser sehen und einschätzen, wie das passt im Bild, als bei einem Sucher, der eine geringere Auflösung hat.
Nachteil von diesem Gehäuse ist halt, es ist groß und schwer, es wiegt 1 Kilo. Zusammen mit dem Objektiv sind es hier 1,7 Kilo und die Objektivpalette ist durch die Bank groß und wuchtig, macht die Kamera immer ein bisschen groß, immer ein bisschen sperrig, aber liefert eben auch sehr hohe Bildqualität. Es gibt im Moment noch nicht so viele Objektive von Panasonic, da gibt es 2 Zooms, neben dem 24 bis 105 noch ein 70 bis 200 und eine Festbrennweite, das ist ein ziemlich riesiges 50 mm Objektiv mit Lichtstärke 1,4. Auch ein Kilo schwer, 2500 Euro teuer, also nichts für jedermann, aber mit absoluter Top-Qualität. Und wer halt mit 3 Objektiven nicht auskommt, das könnten so einige Fotografen sein, der kann aber auch noch andere Objektive ansetzen. Angekündigt ist da eine ganze Menge. Panasonic will noch eine ganze Reihe Objektive rausbringen. Sigma wird gegen Ende des Jahres und im kommenden Jahr einen ganzen Schwung neuer Objektive rausbringen. Und wenn Preis nicht so unbedingt eine Rolle spielt, dann kann man an die Panasonic auch Leica-Objektive ansetzen, denn die Panasonic hat ja ein L-Bajonett. Und dann kann man halt das Objektiv abnehmen und zum Beispiel so ein Porträttele von Leica ransetzen. Das ist ein 90 mm Objektiv mit Lichtstärke 2,0. Tolles Porträtobjektiv, schön lichtstark, super Abbildungsqualität, leider mit 4.800 Euro nicht ganz so billig. Eine Sache noch, die das neue große Gehäuse der S1 bietet, ist, man hat hier eine Klappe mit 2 Speicherkartenschächten und man kann da natürlich SD-Karten reinstecken, kein Problem. Man kann aber auch XQD-Karten reinstecken, die gibt es im Moment nur von Sony. Die sind teurer, etwas teurer als eine vergleichbare SD-Karte, sind aber halt auch nochmal eine Ecke schneller, man erreicht da Datenübertragungsraten bis zu 440 Megabyte pro Sekunde und das ist noch nicht Ende der Fahnenstange, denn XQD wird sich im Laufe des Jahres wandeln zu CF Express, dann wird die Datenübertragung nochmal anders realisiert. Die Karten bleiben von der Größe her und von den Anschlüssen her gleich. Kameras brauchen dann ein Firmware-Update und die neuen Karten werden dann über 1 Gigabyte pro Sekunde schaffen. Ist beim Fotografieren und beim Filmen nicht ganz so wichtig, weil man diese enormen Datenmengen gar nicht so unbedingt braucht. Dafür reicht ja der Puffer einer Kamera. Aber wenn man die Sachen dann halt mal überspielt, wenn man den ganzen Tag fotografiert hat und zum Beispiel halt viel im RAW-Format fotografiert hat oder eben auch viel 4K-Video aufgenommen hat, dann sind die Film- und Fotodateien halt ruckzuck überspielt. Und ganz nebenbei ist so eine XQD oder CF Express Karte auch ein bisschen solider, die kann man schon so ein bisschen anfassen. SD-Karten sind da ein bisschen empfindlicher, da bricht auch ganz gerne mal so der eine oder andere Steg ab, wenn man sich schräg reinsteckt. Bleibt nur noch eine Sache, Tempo, wie sieht es denn da aus? Da schlägt sich die Lumix richtig gut. Die Panasonic setzt ja immer auf ein eigenes Autofokus-System, das heißt Depth Friendly Focus. Das ist eine Spezialvariante der Kontrastmessung, wo die Kamera absichtlich falsch die Schärfe wählt und dann aus den Unterschieden zwischen den verschiedenen Aufnahmen den genauen Schärfepunkt findet. Das macht sie vor der eigentlichen Aufnahme mit sehr, sehr hoher Bildrate. Deswegen funktioniert das sehr gut auf stehende Ziele. Im Test löste die Lumix S1 nach nur 0,1 Sekunden aus. Das ist ein Topwert, den allerdings die Konkurrenz auch erreicht, muss man dazu sagen. Und das schafft die Lumix auch bei weniger Licht. Die einzige Schwäche, die dieser kontrastbasierte DFD-Autofokus hat, ist, er kommt nicht so gut damit zurecht, wenn sich ein Motiv sehr schnell und sehr unregelmäßig bewegt. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Hund völlig wild durch die Gegend läuft, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Schärfe auf dem Hund zu behalten. Das können Kameras, die Face Change als Autofokus einsetzen, ein bisschen besser. Das Serienbildtempo für solche Sportaufnahmen, das ist ausreichend aus heutiger Sicht, 8,3 Bilder pro Sekunde, da ist die S1 genauso schnell wie die S1R. Das reicht für die meisten Leute, da brauchen nur sehr wenige Leute noch mehr Bilder pro Sekunde und sie hält auch relativ lange durch, vor allen Dingen, wenn eine XQD-Karte in der Kamera steckt, weil dann der Zwischenspeicher der Kamera sehr schnell geleert wird. Bildstabilisator gibt es bei Panasonic gleich 2 und zwar einmal halt in der Kamera, da wird halt der Sensor bewegt und gleicht die Bewegung aus und einmal halt bei den Zoom-Objektiven auch nochmal im Zoom-Objektiv, das kann man dann am Zusatz OIS erkennen und der funktionierte im Test richtig gut über den gesamten Brennweitenbereich, also von Weitwinkel über Normal bis Tele bis zu 3,5 Blenden, gut 3,5 Blenden Ausgleich. Da wird man nur sehr selten verwackelte Bilder haben. Die
Panasonic Lumix S1 ist eine tolle Alternative zu Canon, Nikon und Sony im Vollformat. Man muss nur eins mögen und das ist halt das enorme Gewicht und die ganz ordentliche Größe der Kamera. Wer sich daran nicht stört, kriegt eine sehr schnell reagierende Kamera mit Top-Bildqualität, langer Akkulaufzeit, einem absoluten Spitzensucher und der Möglichkeit, 4K-Video mit 60 Bilder pro Sekunde zu schießen. Das kann nicht jeder.